Hi, hallo, herzlich willkommen hier im Light Mountain Studio und heute gibt's wieder mal eine mega geile Berlin-Style Minimal House Party. Ich habe was gebastelt. Ihr hört mal rein, was wir mit dem Timeless 3 Fab Filter Delay so alles anstellen können. Let's go! Das ist doch Minimal Techno, wie er in Berlin in den dunklen Clubs abgefeuert wird oder so ähnlich. Ihr wisst, ich bin ja kein House-Producer, dafür gibt es bessere und andere. Aber ich habe euch hier mal ein bisschen was gebaut, damit ihr mal hört, wie man mit dem sehr kreativen Delay von FabFilter umgehen kann. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf dieser Hauptspur, vor allem was man mit diesen Effekt-Sounds oder Effektparametern anstellen kann. Also wir gehen mal rein und haben hier unser Main House Loop. Und was habe ich da gemacht? Also ihr wisst ja, FabFilter wäre nicht FabFilter, wenn man keinen Filter auf das Delay packen kann. Und hier habe ich das natürlich ein bisschen gecuttet, vor allen Dingen den Tiefbass, den wollen wir ja nicht im Nachklang haben, sondern wir wollen nur so ein leichtes Nachpockern. Hier ist der Mixregler, Wet Level gibt es hier nochmal, dann ein Width, ob es Mono ist oder besonders Stereo, hören wir uns auch mal an. Auch ganz geil. Genau, so wird es natürlich ein bisschen breiter. Hier ist unser Feedback, unser Main-Feedback. Dann gibt es noch ein Feedback-Panorama. Und unser Delay ist hier eingestellt auf Viertelnoten, damit das Ganze im Groove auch hier funktioniert. Hier haben wir ein ganz bisschen, das sehen wir hier an der Darstellung der Delays. Hier kann man so ein leichtes Offset erzeugen. Na? Also das ist ganz schön, damit die Delays einfach nochmal sich ein bisschen links, rechts voneinander abgrenzen. Man kann hier natürlich auch Ping-Pong noch einstellen. Na, das macht es jetzt noch ein bisschen freakiger. Ping-Pong mal aus. Okay, und dann gehen wir mal jetzt hier auf diese Regler ein. Pitch Shift ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, verstimmt jetzt das Delay ein bisschen. Ich mache mal Lo-Fi und Drive hier aus und dass ihr euch das mal anhören könnt. Also jetzt wird das linke höher und das rechte tiefer. Wie sieht es hier mit der, genau, mit der anderen Richtung aus? Genau, andersrum. Es ist eigentlich sehr nett. Ich mache das immer nur ein ganz bisschen, dass wir einfach so einen leichten Chorus-Effekt bekommen. Dann gibt es hier diesen Regler Diffuse.
der macht sozusagen aus ganz klaren Echos, also Wiederholung des Originalsignals, mehr verschwommene Elemente, dass es fast in einen Hall übergeht. Das ist abgefahren. Also das geht natürlich hier weit über das, was ein normales Delay eigentlich kann. Fabfilter steht ja dafür, dass man ein Thema komplett ausreizt und nicht 15 verschiedene Plugins für verschiedene Sachen anbietet, sondern dass man mit dem Set an geringen Anzahl an Plugins möglichst viel machen kann. Das finde ich auch toll. Und wie gesagt, hier das Timeless 3 kommt bei mir immer dann zum Einsatz, wenn es möglichst kreativ abgehen soll. Wie wäre es mit ein bisschen Lo-Fi, Bitcrushing? Das zweite Bassloop, was hier später kommt, in Orange, habe ich auch das Timeless draufgepackt mit etwas anderen Settings. Das ist doch ganz geil, dass wir es mal hier Richtung Mono fahren. Nur mit dem Drum. Nice. Das ist echt nice. Vor allem kann ich jetzt mal bei beiden das Delay mal ausschalten. Hört mal rein. Und mit Delays. Das ist doch geil. Also ihr merkt, man kann mit dem Timeless 3 sehr kreative Delay-Geschichten machen. Verhallen des Delays, Bitcrushing des Delays, Verzerren des Delays, Mono-Schalten des Delays, also Filtern des Delays. Also das ist wirklich ein Plugin, wo man ganz viel rumspielen kann, rumbasteln kann, kreativ umgehen kann. Und dafür ist das Delay Timeless 3 eigentlich gemacht. Natürlich kann es auch ganz, ganz einfaches Standard wiederholen in der digitalen Qualität eines Klanges machen. Aber die Möglichkeiten sind viel zu umfangreich, als dass wir uns darauf dann beschränken bei dem Plugin. Checkt es gerne aus. Wir hören noch mal ein bisschen rein. Und dann hat es mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Probiert es doch einfach mal aus.